Was geht, Leute? Willkommen zur 10. Folge von Cyberpunk 2077. Wir haben in der letzten Folge sehr viel erlebt. Zum einen ist Jackie verreckt, was hart war. Dann hat uns der Dexter einen Kopfschuss verpasst. Und auf einmal waren wir irgendein Johnny, genau Johnny. Und der hat einen Anschlag auf den Arasaka Tower 2023 verübt und ist irgend so ein Rockstar. Das ist auch der Keanu Reeves. Ich habe übrigens gegoogelt. Keanu Reeves, genau mit dem wurde auch Werbung gemacht für das Spiel. Und am Ende kam dann der Arasaka-Vater, also der Yorinobus Vater, keine Ahnung wie der heißt, mit einer weiteren Japanerin und hat dann irgend so ein Ding auf meinen Kopf gesetzt und jetzt bin ich hier. Jetzt schauen wir mal, wo wir stecken oder was hier los ist. Jetzt steht da, nähere dich dem Fremden. Dann laufe ich mal dem Fremden hinterher. Wahrscheinlich eben diesen roten Dingern. Ja, die verschwinden auch gleich. Wow. Sieht genauso aus wie in dem Arasaka Tower, wo uns der Adam Smasher auseinandergenommen hat. Der Adam Smasher, das klingt wie so ein Footballspieler. Adam Smasher. Ah, du verschwindest nicht. Den tippen wir an. Und du? Das ist der Johnny. Wer bist du? Ja, wer bist du? Das ist die bessere Frage, glaube ich. Systemneustart? Was geht da los, Vanilla Backe? Okay, Wellblech entfernen. Das machen wir. Sieht sehr dunkel hier aus. Entfernen. Na komm, das schaffst du doch. Okay, entfernen. Ich glaube, wir haben einen Anzug an. Sind wir wieder Antoine Butz? Sind wir wieder wie? Sieht so aus. Ja, städtische Müllhalde 2077. Zeit 4.40 Uhr. Wir liegen auf irgendeinem Scheiterhaufen und haben den Kopfschuss überlebt. Jetzt versuchen wir uns hier aus dem Müllhaufen irgendwie aufzuraffen. Na komm. Steh auf! Los wie! Los, Antoine! Wer? Nein! Verpiss dich, Dexter! Verpiss dich, Dexter! Den will ich jetzt sowas von gar nicht sehen. Was will der jetzt auf einmal von mir? Erst erschießt er mich und schmeißt mich dahin. Und jetzt? Schwerer als er aussieht. Okay. Ja, hör zu, Alter. Das ist irgendeiner von genau Yorinobus Leuten, oder? Das also ist... lass uns was aus. Das geschieht dir so recht. Das geschieht dir so recht. Das hast du so hart verdient. Mit deinen Gucci-Schuhen. Arasaka-sama. Arasaka-sama. Ist das nicht der Sicherheitsmann? Hi. Hey. Hilf mir, Mann. Hilf mir. Mach keinen Scheiß. Leise. Takemura oder so heißt er. Takemura. Oh, offenes Verdeck. Läuft's bei dir, Brudi. Schönes Cabrio. Nices Cabrio. Ich find's aber auch krass. Du stinkst nach Scheiße. Ja und? Und du nach Yum-Yum-Nudeln. Schön asozial sein. Obwohl die wahrscheinlich chinesisch sind, keine Ahnung von wo die kommen. Hörst du mich? Ich brauch deine Hilfe. Warum kannst du nicht gleich Deutsch reden? Vorhin hat er doch auf Japanisch geschwätzt.
Ich benutze mal das Zeug, was er mir da gibt. Was auch immer das ist, irgend so ein Adrenalin oder so. Wow. Nice Augen, Brudi. Ja. Werden hier hart auseinander geschätzt. Wir sind straight in dem Film wieder drin. Boah. Ja, ich will den Kill. Oh, ich bin doch gleich tot. Nimm mal ein Medipack. Ja, was, dann kann ich jetzt nicht mehr schießen, oder was? Hallo? Leute, ich kann nicht mehr schießen. Da gibt es irgendeinen Bug. Das kommt dann jetzt. Wow. Ich habe nichts gemacht. Wow. Aber anscheinend können wir nicht verrecken in dieser Sequenz. Was ich gut finde. Wow, wow. Okay. Was war das gerade? Irgendwie hat das Spiel gespackt. Stirbt der jetzt oder so? Jawohl. Jetzt kommt der nächste Saftsack. Erschieß ihn. Ja, ich würde ja gern. Was hat der da an den Händen? Was sind das für Dinger? Was für Klingen? Der rastet ja komplett aus, der Dude. Wo ist der? So, ja, ich will drauf ballern. Viel Leben hat er nicht mehr. Nein. Fahr weiter, Takonoro, oder wie der heißt. Schnell! Oh, fuck! Jawoll! Den hat's komplett zerstört. Den hat's komplett zerstört, den Roboter, oder? Den hat er doch gegen diesen Pfosten da hardcore gefahren. Den hat's komplett zerstört. Nee, der lebt noch. Wie, du kippst wieder um. Der lebt noch, oder? Ja, da läuft Blut aus seinem Maul. Fuck. Ihn umbringen. Boom. Wir brauchen beide medizinische Versorgung. Gibt es einen Ripper-Doc, dem du vertraust? Ja, safe. Ich kenne den ordentlichen Ripper. Sind wir jetzt mal ehrlich zu dem. War gerade zusammen gute Action. Wir müssen zu einem Ripper-Doc. Schnell! Ripper-Doc! Schnell! Victor kann helfen. Warte, hast dich gut geschlagen? Immer wenn was Blaues ist, will ich zuerst was Blaues haben. Geschlagen! Vergeude keine Zeit. Victor kann helfen. Victor flickt uns zusammen. Wir müssen irgendwie dorthin. Ruf jemanden an, irgendwen. Wen soll ich anrufen? Warum gehst du nicht ohne mich? Das ist eine gute Frage. Warum lässt du mich nicht einfach hier? Ich halte dich nur auf. Ruf jetzt an. Okay. Delamain, unser heftiges okay. Taxi. Schon gut. Tag. Meinen Scannern zufolge sind der sie möchte gern Hitman. Komm, mich einfach holen. Ich muss zu Mistys Esoterikum. Komm jetzt. Vor Victors. Sehr wohl. Ein Wagen ist unterwegs. Er sollte in weniger als 20 Minuten eintreffen. Was oh nein! Hey! Takemura! Der Direktlink ist beschädigt. Bitte führen Sie das Kabel unterhalb des Ohrs ein. Aber nicht zu tief. Zwischen seinen Lymphknoten unter dem Kopfbändermuskel sollten zusätzliche Neuralbuchsen sein. Leute, dieser Delamain sagt sogar diesem Takemura oder wie der heißt, wie der operieren soll oder was er machen soll. Erste Hilfe kann er auch. Delamain, bester Service, Alter. Wahnsinn. Schnell, bringen wir ihn rein. Ich schaffe es nicht. Oh nein. Muss mich setzen. Ist das dein Blut? Mesty!
Kommt jetzt, Leute, flickt uns zusammen, Victor. Mach keinen Scheiß. Du bist doch der beste Doktor, ey. Blutdruck fällt. Neurogener Schock. Er stirbt. Oh nein! Schneid durchs Hinterhauptbein. Gibt keinen anderen Weg. Damit riskieren Sie. Ich weiß, was ich tue. Los, Victor, ich vertraue dir. Mach keinen Scheiß. Sonst ist das Spiel doch schon vorbei. Okay, die OP ist vorbei. Und auch der Takemuri oder wie auch immer der heißt, mein Namensgedächtnis wieder on fleek, ist anscheinend auch schon operiert worden. Ich kann mich auch nicht groß umsehen. Also wenn ich kann nicht zu weit nach links und nach rechts gucken. Wie geht es ihm? Takemura. Als ob ich noch mir das wieder so merken gut kann. Wie dir, aber es wird jeden Tag besser. Takemura. Oh, der ist wieder komplett genesen, der Takemura. Jetzt ist er straight bei mir. Was machst du da an meinem Körper, ey? Wie? Bist du da drin? Mein Kopf. Okay, Victors Klinik 2077, 18.49 Uhr. Da wird nie ein genaues Datum gesagt. Fuck. Fuck. Setzen, als ob irgendetwas nicht stimmt. Weiß nicht, Vic. Es dröhnt in meinen Ohren. Und ich sehe Dinge. Diese Halluzinationen, beschreib sie mir. Blendende Lichter. Es ist laut. Ich bin auf einer Bühne und kann kaum atmen. Ich bin voll von Hass. Dann lasse ich alles raus ins Mikrofon. Aber es bringt nichts. Er tut von diesem Johnny erzählen. Besser. Und dann, versprich mir nicht zu lachen, platziere ich eine Bombe im Arasaka Tower. Da gibt es Bester nichts Mann. Zu lachen. Sie haben mich getötet. Night City sah anders aus. Night City sah anders aus. Seltsam. Und ich hab's gehasst. Jeden Menschen. Jeden Zentimeter. Das war zu real. Selbst für einen Wachtraum. Du hast nicht geträumt, W. Das waren Erinnerungen. Auf diesem Splitter ist ein Persönlichkeitskonstrukt. Deine Träume waren seine Vergangenheit. Was? Soll das heißen, da ist ein Terrorist in meinem Kopf? Moment. Soll das heißen, da ist ein Johnny, Terrorist in meinem die Persönlichkeit Kopf? In unserem Kopf. In diesem Augenblick? Ganz genau. Johnny Silverhand. Silverhand mit Nachnamen, hatte vor etwa okay. 50 Jahren seinen Höhepunkt erreicht. Die AHQ-Katastrophe. Schon mal gehört? Das war er. Er starb wohl in den Trümmern. What? Aber jetzt gerade ist das nicht das Wichtigste. Ich sehe zum ersten Mal Angst in deinen Augen. Was ist wichtiger als ein Terrorist in meinem Kopf? Ich sehe zum ersten Mal Angst in deinen Augen. So hast du mich noch nie angeguckt, Vic. Was ist los? Du... Erzähl schon. Oh, jetzt wird's hart. Du hast nicht mehr lang, Kleiner. Was? Was sagst du? Der Biochip ist... wie eine Zeitbombe. Und sie tickt. Du hast nicht mehr lange zu leben. Maximal ein paar Wochen. Silverhands Konstrukt überschreibt dein Bewusstsein. Was? Übernimmt nach und nach deinen Körper. Bis du irgendwann verschwindest. Oh, what? What the fuck? Wie? Was für ein es kranker ist wichtig, Scheiß. Dass du das verstehst. Was? Du kriegst mich wieder hin, oder? Du kriegst mich wieder hin, oder? Vic? Ich wünschte, ich könnte. Aber das...
übersteigt meine Fähigkeiten bei weitem. Oh no. Du bist der Beste der Besten, Vic. Warum kannst die du Geschichte mir nicht helfen? Ist ja richtig krank. Feier ich. Willst du die lange oder die kurze Fassung? Erklär mir alles ganz genau, jedes Detail, safe. Lass nichts aus, kein einziges Detail. Ich will alles jetzt wissen. Okay, krank. Auf dem Chip war, ist ein Konstrukt, eine Psyche. Die von Johnny Silverhand. Du hast ihn in deinen Chipslot getan. Nichts passiert, richtig? Bis du tot warst. Eine Kugel in den Kopf von Dexter DeShawn. Aber wie soll man von sowas zurück ins Leben schaffen? Gott sei Dank hat er jetzt Kleines auch eine Kaliber. Drin. Du hattest Glück. Dank einer weiteren von vielen Fehlentscheidungen von Mr. DeShawn. Die Nanobots des Chips begannen, den Schaden zu reparieren. Dann nahmen sie dich bei der Hand und lockten dich weg. Weg vom Licht. Oh, what the fuck? Man steht nicht ohne weiteres von den Toten auf, oh Gott. Wie? Menschen stehen nicht von den Toten auf, als sei nichts passiert. Früher nicht. Heute tun sie das, wenn sie geheime Konzerntech tragen, die dazu programmiert ist, sie wiederzubeleben. What the Was fuck? Was mit mir? Meiner Psyche? Ich komme zurück aus dem Jenseits und dann... Soll ich so tun, als ob diese Veränderungen normal sind? Frag die Techniker von Arasaka. Aber deine Psyche wird ausgelöscht werden. Unter Schmerzen. Weiß ich auch noch Schmerzen. Der arme wie arm Antoine. Aus der Sicht des Biochips sind deine Gehirnzellen ein Tumor, der rausgeschnitten werden muss. Und dein Körper eine leere Hülle für das Konstrukt. Also will dieser Scheiß-Terrorist mich ausradieren und meinen Körper für sich haben? Nicht bewusst. Das passiert automatisch und ist unvermeidbar. Keiner von euch kann es aufhalten. Mann, können wir den Chip nicht entfernen? Und wenn wir den Chip rausnehmen oder deaktivieren? Beides außer Frage. Du würdest sterben, und zwar sofort. Wow. Das ist doch der Splitter aus dieser Fernsehwerbung. Scheiße. Ich erinnere mich an diesen Werbespot. Wie ging der dumme Slogan noch? Irgendwas mit Seele. Sichere deine Seele. Genau. Damit soll man mit Konstrukten kommunizieren können. Ja, aber das hier scheint ein Prototyp zu sein. Irgendwie hat er es aus dem Arasaka-Labor geschafft. Ja, wenn du wüsstest, wie er es daraus geschafft hat. Also, was soll ich machen? Vic, du hast mich schon so oft gerettet. Wenn du nichts für mich tun kannst, dann... Was verflucht soll ich dann machen? Sag's mir! Bitte! Vic! Ich weiß es nicht, Kleiner. Boah! Krank! Was für eine Story! Also, ich hab mich davor wirklich nicht informiert. Verlangst von dem Spiel. Von einem alten Mann, und es macht mich gerade hardcore fertig. Komm, Vic. Bringen wir dich nach Hause. Wow! Alles beginnt mit diesem Chip, der jetzt unser Bewusstsein frisst oder unsere Psyche. Und dann sind wir irgendwann mal eine Hülle für, wie heißt der nochmal? Johnny Silverhand, genau. Krank. Alter Falter. Das Unvermeidlichen. Ich weiß nicht mal, ob ich jetzt wach bin. Ich meine, ich könnte schon tot sein. Oder? Darauf solltest du dich nicht fixieren, Vi. Verdräng es. Hier, ich habe etwas Medizin für dich. Das ist ja lieb. Omega-Blocker. Wenn du sie regelmäßig nimmst, schreitet der Verfall weniger schnell voran. Okay. Sie sollte auch deinen Untermieter etwas ruhig stellen. Das Pseudo-Endotrizin ist von mir. Es beschleunigt den Prozess, setzt den Dämon also praktisch frei. Boah, okay, schwer. Pillen, die mich umbringen? Eine Pille, die diesen Hurensohn wachrüttelt? Ich dachte schon, ich muss jetzt wählen, wie bei Matrix. Hör zu. Für eine Weile wird es dir gut gehen. Aber schon bald könnte dein Leben purer Schmerz sein. Ich gebe dir nur eine Wahl, mein Lieber. Das Gehirn lässt sich überlisten. Schmerztabletten sollten reichen. Deine Psyche wird sterben, wie?
Du wirst dein eigenes Ich dahinschmelzen sehen. Irgendwann erkennst du dich selbst nicht mehr. Es wird beängstigend. Schmerzhaft. Aber das muss es nicht sein. Heftig. Wozu brauche ich Pillen, verdammt? Warum blase ich mir nicht gleich das Gehirn mit einer Knarre raus? Weil du dann zwei Seelen töten würdest. Willst du das? Boah, ja, aber das ist doch keine Seele mehr, oder? Das ist doch eine keine Ahnung, was für ein kranker Scheiß. Ich muss mich hinlegen. Erstmal schlafen, Digga. Wow. Fängt schon mal nach der ersten Mission Hardcore an. Gleich mal hier. So ein Schlag in ich die Fresse. Ich hab noch was für dich. So Tote und Action, du wurdest ermordet. Auf einmal ist deine Psyche am Arsch. Wegen dem hey. Wow. Versprich mir, dass du ein bisschen schläfst, ja? Oh Gott, Leute. Übrigens, Jackie. Misty, warte. Weißt du, Jackie? Ja? Er war mein Bester. Er hat viel von dir gesprochen. Er hat immer von Sind dir wir nett gesprochen. Zu ihr? Sehr oft. Auch wenn ihre Haare komplett ausrasten. Bevor er sich zu diesem Job aufgemacht hat. Er war nicht sauer auf dich. Ich hoffe, das weißt du. Ja. Ich wünschte nur, unsere letzten Momente zusammen wären anders gewesen. Aber jetzt brauchst du etwas Ruhe. Die also schlaf. Arme. Oh nein. Bitte, schlaf. Ja gut, dann legen wir uns ein bisschen pennen. Antoine ist müde, ey. Kopf kaputt. Was für eine Kette, weißt du? Krank. Einfach eine Kette mit der Kugel aus deinem Kopf. Oh nein, da ist er schon. Und ich töte jeden, der mich aufhalten will. Dich eingeschlossen. Ja, super. Fängt schon gut an mit dir im Kopf. Ich brauche eine Kippe. Wo hast du deine? Aufstehen? Bist du hier reingekommen? Ich rauche nicht. Komm. Hab keine. Dann geh und kauf welche. Ich brauche nur eine letzte. Ja, klar. Was? Und dann höre ich auf. Was für ein ranziges Joy-Toy habe ich denn da gefickt? Verpiss dich endlich. Aber nice, dass er mit dem Kopf dir folgt. Sprich mit der fremden Person. Welcher fremden Person? Ah, verlasse. Gut. Gut, hau mir gleich die Fresse ein. Du machst Maul auf! Fuck. Okay. Diese Sequenz hat man auch öfters auf Videos gesehen vor dem Spiel. Jetzt check ich's erst. Ich habe immer gedacht, was ist das? Dreckiger Chip. Kranker Scheiß. Ich lass ihn selbst raus. Nein, warte! Heftig. Kann ich nicht oft genug sagen. Kompletter Mindfuck. Komplett. Die Kontrolle haben. Wow. Ich finde einen Weg. Ja, hau noch deinen Kopf gegen die Scheibe. Sehr gut. Medizin nehmen. Auf Nimmerwiedersehen, Arschloch. Ja, okay, dann nimmt jetzt die Medizin, dass es sich... Steck dir eine Knarre ins Maul und drück ab. Na los! Der schält mich einfach. Ich spüre, wie unsere Seelen sich berühren.
Ich bin wie Schimmel. Rost, zerfresse dich. Kann nichts dagegen tun. Ah, ich kann kriechen. Hörst du mich? Ach, ich würde kotzen, wenn ich's könnte. Es ist nur eine Kopie des Engrams. Ich bin irgendwo da draußen. Ganz sicher. Scheiß, bist du irgendwo draußen. Raus aus meinem Kopf. Lass mich in Ruhe. Na los, verpiss dich einfach. Kugel in den Kopf. Gib keinen anderen Weg. Hörst du, du Arschloch? Schieß dir ins Hirn, verdammt. Nein. Die Pillen können wir uns jetzt gönnen. Du weißt zwar nicht, welche Pillen das jetzt sind. Oh, verdammt. Oh Gott. Ich hoffe, das wird jetzt nicht die ganze Zeit, dass ich irgendwo draußen rumrenne und der Typ die ganze Zeit irgendwie neben mir ist. Ja, das Blut ist wieder mal über der Handfläche. Sehr gut. Nutzt den Tag in Night City. Die Kopfsperre um euren Kiez hat sich verdünnisiert. Also tobt euch heute aus und macht, was ihr wollt. Krank, sorry Leute, ich musste gerade ein bisschen so meinen Kopf erstmal klar bekommen. Okay, playing for time, verlasse das Apartment, nimm dir Munition, öffne dein Inventar und zieh dir etwas an. Wartet mal. Charakter haben wir auch noch, Levelaufstieg. 8. Stealth haben wir eigentlich schon. Fast alles nehmen wir aber, weil ich bin eher so ein Mensch, der auf Stealth steht. Und Intelligenz. Fast drin. Was kann man noch? Massenverwundbarkeit. Schaltet den Dämon Massenverwundbarkeit frei, der die psychische Resistenz aller Gegner. Netzwerk 3 Minuten, bla bla bla. Erhöht Breach-Dauer des Breach-Protokolls. Okay. Um 40%. Ist es nicht? Um 20 haben wir jetzt freigeschaltet. Gut. Jetzt haben wir das gemacht. Charakter. Inventar. Okay, der. Oh, Antoine ist wieder nackt. Der Pisser. Oh, kugelsicherer taktischer MT-77-Helm. Läuft bei uns. Ja, den nehmen wir. Das ist der beste von den Werten. Was haben wir hier? 42,6. Was ist da unten neu? Ja, das nehmen wir dann auch gleich. Gleich sehen wir aus wie so ein richtiger Soldat. Panzerung 7,4, 10, als ob so eine Brille, so, so eine rote Brille, die Panzerung höher ist, als irgendeine Militärbrille oder so ein Schwachsinn. Also, was für Shirts haben wir hier? Panzerung 17. Oh, 30,4. Irgend so ein Ganzkörperanzug. Irgend so ein Strampelanzug. Gönnen wir uns auch safe. Ich sehe aus wie ein Taucher, der denkt, dass er beim Militär ist. Was haben wir hier? 11, ja, das nehmen wir. Sieht schon cool aus jetzt mit dem Helm und der Hose. Passt jetzt mehr. Was haben wir? Schuhe? 11,5, 5,9, 5,9, 5,9. Auch richtige gescheite Schuhe zum Anzug mit der stylischen Brille. Was ist das denn? Bandagen. Manchmal ist es scheißegal, wie du aussiehst. Nee. Gibt mir irgendwie keinen Wert. Okay, Leute. Und wieso habe ich hier nichts drin? Hätte ich doch zum Nahkampf irgendwas. 106 hier. Sehr gut. Haben wir eigentlich hier Mods? Keine Mods. Oh doch, hier habe ich Mods. Was ist das? Mündung. Schadensmultiplikator. Das ist ein Schalldämpfer, oder? Gut, verlasse das Apartment. Verlassen wir das Apartment. Und erstmal Waffe rausholen. Wer ruft an? Takemura.
Takemura, was geht? Komm zu Tom Steiner. Ich hab dich ja nicht mehr gesehen, seitdem du bei Vic abgehauen bist und mich davor entführt hast aus dem Schrottplatz. Warum sollte ich reden wollen? Warum sollte ich mit dir reden? Weil ich dir das Leben gerettet habe. Weil ich dir das Leben gerettet habe. Ich bin immer noch nicht über alles hinweg, was die letzten Tage passiert ist. Das wirst du so schnell auch nicht. Na und? Wenn du überleben willst, musst du zurück in den Ring. Die nächste Runde läuft. Tom Steiner, ich warte. Okay. Takemura wartet beim Tom Steiner. Das ist dann die nächste Hauptmission. Ich habe mir eigentlich auch gedacht, mal Nebenmissionen zu machen. Aber ich weiß es nicht. Wie ist die Nachrichtenverwaltung von Megagebäude H10 optional? Er hat es gerade eingetroffen. Was ist es? Die Verwaltung des Megagebäudes H10 möchte Sie darüber informieren, dass Ihr Fahrzeug in der Garage in der Nähe abgeholt werden kann. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Okay. Also haben wir jetzt ein Auto. Wartet, das checke ich jetzt nicht. Haben wir jetzt ein Auto? Oh Gott. Wartet. Charakterjournal. Mission dann. Ah, hier. Hol dein Auto aus der Garage. Das verfolgen wir jetzt. Das ist eh bei den Nebenmissionen. Wir holen jetzt mein Auto aus der Garage. Was? Na komm. Ah, okay, passt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von Garage. Hallo, ich bin Arif Iqbal mit den WNS News. Heute ist ein trauriger Tag in der Geschichte Night Cities. Was ist denn passiert? Erzähl. Ryan ist verstorben. Wer? Ryans Familie hat uns über seinen Tod informiert. Er starb friedlich, während er... Ich sollte nicht so viel labern. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt. Man geht allerdings vom Versagen seines Herzimplantats aus. Okay. Ryans verbleibende Amtszeit wird von seinem Stellvertreter und engstem Vertrauten übernommen. Amtszeit? Was war der? Hat offenbar vor, bei der anstehenden Bürgermeisterwahl... Ah, Bürgermeister war der. Heute. Der Typ, der da hat safe den Vorgänger gekillt, dass er Bürgermeister wird. Safe. Kann mir keiner was anderes erzählen. Neue Nachricht, Mama Wells. Ja, okay, Nachricht. Lies die Nachricht von Mama Wells. Das ist doch die Mutter von Jackie. Wir müssen reden. Bitte geh ran. Ich habe etwas gefunden, was Jackie gehörte. Ich glaube, er hätte gewollt, dass du das bekommst. Er wartet vor deinem Apartment. Es wartet vor deinem Apartment auf dich. Okay. Dann gehen wir halt wieder hoch. Weil da steht, hol das Paket von Mama Wells. Das ist jetzt... Die Mission. Der ehemalige Bezirksstaatsanwalt Jefferson Peranis bekundete ebenfalls. Oh, ja. Also, Bürgermeister Ryan und ich waren uns sehr einig, was die Politik betraf, und hatten oft scharfe Wortgefechte. Doch selbst nach der hitzigsten Debatte gaben wir uns immer die Hand und zeigten uns Respekt. Ja, weil du sicher sehr traurig bist über den Tod des alten Bürgermeisters. Erzähl mir doch kein Wurscht hier aufs Käsebrot. Schwätz mir kein Wurscht aufs Käsebrot. Ah, ich habe was übersprungen und ich weiß jetzt nicht was. Egal. Fahrzeug gekauft. Ruf Mama Wallace an. Und gut. Holen wir das Smartphone raus und rufen sie an. Ah, Anruf. Wie? Yo, Mama Wallace, jetzt weiß ich mal, wie du aussiehst. Weil Jackie ist tot. Oh, ich wollte ja anrufen, Mama Wells, aber... Du weißt ja, wie es ist. Verstehe. Du hattest Wichtigeres im Kopf. Mi vida, was ist denn los? Ich bin dir eine Erklärung schuldig. Ich wollte nur erklären, warum ich... Du weißt schon. Schon okay. Das musst du. Ich weiß, wie es ist. Ich war bei Jackie, als er... Wie? Hör zu. Mein Sohn hat diesen Weg gewählt. Er kannte die Risiken. Hätte er gerettet werden können, hättest du es getan. Das weiß ich. Ich habe ihn halt mit reingezogen, oder? In den Scheiß. Wie vorher. Ja, wir machen leider immer noch dasselbe. Dass er auf dich aufpasst, ja? Möge er dich beschützen, Hijo. Okay.
Mission aktualisiert, aber bei mir ist jetzt einfach Mission abgeschlossen. Aber dann müsste ich doch jetzt ein Auto haben, oder nicht? Ist die Mission jetzt nicht mehr da? Hier, hol dein Auto aus der Garage. Achso, das war zwischendrin anscheinend eine andere Mission. Ich check's nicht. Hier aufzurufen deaktiviert. Lass mich jetzt runter. Ich hol jetzt mein Auto aus der Garage. Ich hol mein Auto, ey. Das brauche ich doch. Ich bin Gillian Jordan mit den N54 News. So ein Möchtegern N64. Das NCPD rät zur Vorsicht bei der Benutzung von Datenterminals. Eine einfache Routineinspektion ergab, dass viele mit Malware verseucht sind. Oh. Polizeiexperten haben mittlerweile bestätigt, dass der identifizierte Virus zum Versagen von Cyberware führt und in Extremfällen tödlich ist. Interessante Nachrichten. Hol dein Auto. Ja, da ist doch unser Auto wieder. Nice. Leider war das Jackie und unser Auto, aber jetzt ist es halt nur noch unser Auto. Oh. Was? Was? Hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Der sitzt halt einfach neben uns. Nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Steig aus dem beschädigten Auto. Wer hat uns denn jetzt gerammt? Delamain. Lies die Nachricht von Delamain. Okay. Dann lesen wir. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsunfall Nummer 77, bla bla bla. Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Okay. Begib dich zu Delamain HQ. Wollt ihr mich verarschen? Der ist einfach straight in uns reingefahren. Oh, gut. Kein Bug oder so. Hier fliegt ein Autoteil in der Luft. Und hier auch. Sehr schön. Kommen weitere Bugs und ich kann noch nicht mehr einsteigen. Ach Mann. Ja, ich würde sagen, in der Folge laufen wir noch zu Delamain. Weil ich will wissen, was da los ist. Was soll der Scheiß? Der fährt einfach in unser Auto rein. Okay. Wie weit ist das denn entfernt? 1,4 Kilometer. Ja, dann joggen wir schnell durch die Stadt. Ich hoffe, das ist nicht so weit weg. Sieht aber schon weit weg aus. Hätte ich da hoch müssen? Ich weiß es nicht. Sieht so aus, ja. Ich laufe jetzt den Punkten hinterher. Eine nette Stadt. Aber ohne Auto ist das echt kacke, Leute. Was ist hier? Einfach looten. Ohne Auto ist das echt kacke. Lol, das ist mir jetzt erst aufgefallen. Wie cool. Walk. Jetzt kann man laufen. Das ersetzt gleichzeitig die Ampeln. Ja, okay, da ist trotzdem eine Ampel. Und dann wait. Wie cool. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Feier ich. Ich hoffe, ich laufe noch richtig. Ich laufe den Punkten einfach hinterher. Warum labert ihr eigentlich Englisch auf einmal? Ich hab's doch auf Deutsch gestellt. Könnte ich nicht irgendwie so ein Delamain rufen, dass er mich zu Delamain fährt? Aber nachdem uns ein Delamain angefahren hat, würde ich in einem Delamain nicht mehr fahren. Das war sehr oft jetzt Delamain. Was? Aua! Hat der Typ mich echt angefahren? Ist das sein Ernst? Hat mich gerade ein Typ angefahren. Was für ein Pisser. Leute, ich brauche doch 100 Jahre. Soll ich jetzt hier drauf bleiben oder soll ich da runter? Ich soll da runter. Wer ruft an? Wakaku Okaka. Lang, lang ist's her. Wakaku, der haben wir doch schon mal telefoniert. Die Herren von Westbrook. Wenn du kurz Zeit hast, komm zu mir. Wir müssen eine Rechnung begleichen.
Alexander Dossett, du hast das sehr gut gemacht. Du und auch dein Freund. Bis bald. Danke, mein Freund ist leider tot. Warum wird mein Leben? Keine Ahnung, ich check's nicht. Okay, vergiss nicht, die hat mir nochmal eine SMS geschrieben, dass ich nicht vergesse. Leute, ich brauche ja 10 Jahre dahin. Zu diesem Delamain. Wie? Nochmal schreibt mir diese Wakako Okada. Man, ohne Auto. Jetzt sehe ich wenigstens ein bisschen die Stadt, aber viel passiert hier nicht, außer dass die Leute rumlaufen. Ich muss mal ein bisschen auf die Vielfalt der Menschen achten. Gibt es da überhaupt eine Vielfalt? Oder die? Den Typen haben wir vorhin schon an der Ampel gesehen, glaube ich. Und den haben wir doch auch erst gesehen. Die sind halt sehr auffällig, die Leute. Was denkt der, dass der Dalai Lama ist oder was? Ja, schaffen. 950 Meter ist schon noch weit. Ist aber krass, das Kind lief vorhin doch schon rum. Ist krass, dass hier Kinder rumlaufen. Kann ich die Kinder schlagen? Wenn ich groß bin, werde ich ein Rocket Girl. Gott, bitte werd doch was Gescheites. Ich könnte auch Autos klauen. Aber dann verfolgt mich halt die Bullerei. Ich weiß nicht. Ja, machen wir mal den Test, oder? Kontrolle übernehmen. Ah, geht gar nicht. Da fehlt mir irgendwas. 3 von 6 Fähigkeit wahrscheinlich. Ja, dann pacen wir durch. Digga. Ah, das ist. Doch, das ist ein Typ, oder? Nee, das ist eine Frau. Okay. Ich dachte, die läuft schon sehr kurz rum. Der. Du brauchst echt 100 Jahre, Leute. Es tut mir so leid. Aber ich will doch wissen, was mit dem Delamain ist. Was ist denn los? Wieso ist das Ding einfach in uns reingefahren? Ohne Vorwarnung. Was soll denn der Scheiß? Nö, sowas akzeptiere ich nicht. Aber ich glaube, nicht mehr weit. Ja, noch 500 Meter. Das packen wir. Genießt so lang die tolle Stadt, die hauptsächlich von hohen Gebäuden zugemüllt ist. Na komm. So. Das ist wieder Dalai Lama. Der ist überall. Nee, die Vielfalt ist nicht so groß. Wenn man echt auf die Leute achtet, da wieder der Typ. Oder besser gesagt, die. Nee, das ist doch ein Typ. Sie ist mit kurzen Hosen. Nee, da die Vielfalt ist nicht groß. Schade. Es sind zwar recht viele Leute auf der Straße, aber du siehst eigentlich ständig immer wieder dieselben. Gut, leck ein bisschen. Sehr schön. Toru! Haru Mama! Ist da Arasaka Tower oder warum wird da japanisch geschwitzt? Gleich sind wir da. Ja, den Typen sehen wir auch schon zum Gefühl 10. Mal. Krass. Schade, Mann. So. Das Spiel ist wirklich so ein Bad. So ein Wechselbad der Gefühle. Hab gehört, du bist zu Hause. Oh, Padre! Du bist echt immer auf dem Laufenden. Was geht? Wenn du was brauchst. Nachdem wir in deinem Auto mitgefahren sind. Oh, Padre. Na gut, da sind irgendwelche Bösen, mit denen sollte ich nicht verkehren. Jetzt wollen auf einmal alle was von uns. Nee, wirklich, so ein Wechselbad der Gefühle. Das Spiel. Jetzt, wo ich so in der Open World rumrenne, sieht es halt echt nicht so toll aus, ne? So grafisch und detailmäßig und die Leute, aber wenn du da in der Mission bist, die Leute, die haben so eine kranke Fresse. Aber ja, mein Gott, jetzt schauen wir mal, was das Spiel noch bietet. Da sind aber viele Leute, die sich beschweren. Du machst Geschichte! Hören Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen. Fick dich, Elektrohirn! So, können wir danke, mit dir schwätzen. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Ich fick dich, Elektrohirn. Danke, Ihre Eingabe wird bearbeitet. Delamain. Hey, Del. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Ich bin hier wegen des Unfalls. Was ist los, Del? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden.
Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts. Du musst keine Zahlen, sonst finden Sie dich. Ich will mit Delamain reden, ganz ehrlich. Ich will mit Delamain reden. Wir helfen gern bei Ihrem Anliegen. Ihre Identität wurde durch unsere Gesichtserkennungssoftware bestätigt. Okay. Mr. Hans Jones. Mr. Hans Jones? Mit Zwischenfallnummer 7711. Es ist der Name, den ich hatte. 0. Bei dem 0, Überfall, 9, ich weiß gar nicht. 6, mein Auto hat ganz schön erwischt. Die kaputte Karre macht mich schon traurig, aber ich würde lieber mit dem echten Delamain reden, wenn's geht. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist. Ja, guck, der weiß, dass ich wie bin. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Oh, 3400. Läuft. Könnten wir uns woanders unterhalten? Eddie ist hier. Ist da was? Ist mir recht. Sicher, ist mir recht. Lass woanders mit ihm reden. Sie bitte der Drohne. Komm. Ich bin am Start, Drohne. Stylische Drohne. Der Kundenservice im Moment ungenügend ist. Vielleicht könnte eine Führung als Entschädigung dienen. Wohin jetzt? Dieser Gang führt von der Werkstatt zum Büro. Aha, stylisch. Und hier befindet sich unser Herzstück. Alles ist automatisiert. Ich ziehe derzeit in Erwägung, auch Reparaturen anzubieten. Wow. Bei dir läuft, Digga. Alles automatisiert. Ich kann mir vorstellen, warum. Ich gehe noch immer die Auswahl der Delamain Network Fahrzeuge nach. Es könnte sich um einen fortgeschrittenen Virus handeln. Das Problem muss schnell gelöst werden. Der plötzliche Anstieg an Zwischenfällen ist kostenspielig und zieht zu viel Aufmerksamkeit auf die Firma. Der Kontrollraum. Es ist mir eine Ehre, dass Sie hier sind. Danke für die Einladung, Brudi. Wofür sind die ganzen Lichter? Ah, mach mal erst das Blaue. Du brauchst doch gar keinen Kontrollraum. Kontrollräume sind für organische. Wofür brauchst du einen? Diese Einrichtung wurde früher von Menschen betrieben. Die Infrastruktur habe ich übernommen. Okay. Wofür sind die ganzen Lichter? Wofür sind diese ganzen Lichter hier? Genau das wollte ich. Schau, wie der guckt. Jedes grüne Licht steht für ein Fahrzeug, mit dem ich in Kontakt stehe. Sie sehen, ist dies nicht mehr für alle Fahrzeuge. Ich glaube, der redet über die Karte. Kann das die Reparaturdrohnen nicht fixen? Leider ist in diesem Fall menschliche Hilfe erforderlich. Ich weiß, dass Sie ein breites Leistungsspektrum anbieten und äußerst diskret sind. Könnten Sie mir beim Bergen meiner fehlenden Fahrzeuge helfen? Warum ist Diskretion wichtig? Warum muss ich diskret sein? Wer nicht bemerkt wird, wird nicht gestört. Ein spürbarer Anstieg an Inspektionen lässt vermuten, dass die Behörden mich bereits überwachen. Heißt das NCPD oder Netwatch? Letzteres. Mein legaler Status passt nicht in die derzeitigen Vorschriften. Wenn ich nicht aufpasse, könnte man mich als illegalen Einwanderer einstufen. What the fuck? Du bist doch gar nicht organisch. Krank. Okay, ich helfe dir gern, ganz ehrlich. Okay, ich suche gerne nach deinen fehlenden Karren. Sehr erfreulich. Ich sende Ihnen die Koordinaten Ihrer letzten bekannten Aufenthaltsorte. Sie müssen sie nur deaktivieren. Dann stelle ich die Verbindung wieder her und bringe sie zurück. Ich kümmere mich drum. Delamain-Fahrzeuge sind gut gesichert. Nehmen Sie am besten einen Scanner mit Entschlüsselungsfunktion mit. Okay. Gib her. Alles, was ich kriegen kann. Sehr schön. Jetzt verlasse die Garage. Folge ich der Drohne, aber im Endeffekt finden wir den Weg schon nach draußen. Easy peasy. Hier, oder? Ja, hier sind pissige Leute. So. Okay, jetzt geht's weiter. Epistrophe Wellsprings. Finde das Delamain Taxi in Wellsprings. Und da machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich glaube, das ist aber eine Nebenmission. Ja, das schauen wir dann in der nächsten Folge alles.
Passt auf euch auf, die geht jetzt schon recht lang. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.